Herr Dr. Bauer, ich möchte Sie fragen, worauf kann man als Deutscher heute noch stolz sein? Wir Deutschen können nicht stolz sein auf Goethe und Schiller. Stolz können wir doch nur sein auf das Gute, was wir selber gemacht haben. Ich mache die Suche nach Bormann und Mengele. Da gibt's nichts Neues. Die Suche nach Eichmann. Ich habe leider auch nichts Neues zu berichten, Dr. Bauer. Er kann nichts machen, er ist vollkommen isoliert. Unterschätzen Sie ihn nicht. Ein Mann glaubt, Adolf Eichmann in Argentinien entdeckt zu haben. Obersturmbannführer der SS. Das ist die zentrale Figur. Und was willst du jetzt tun? Ihn in Deutschland vor Gericht stellen. Eichmann würde in einem solchen Prozess unzählige Namen im Zusammenhang mit der Endlösung nennen. Bauer hat eine neue Fährte und ich weiß nicht, wen er im Visier hat. Niemand von Bonn bis Washington will Eichmann vor Gericht. Ja, das wäre ein Knüller für den rachsüchtigen Fernsehstaatsanwalt, wenn er den lieben Onkel Eichmann finden würde. Ich habe den Mossad kontaktiert. Wir beginnen Landesverrat. Wenn wir etwas für unser Land tun wollen, dann müssen wir es in diesem Fall verraten. Glauben Sie wirklich, der BND wüsste nicht, wo sich diese Leute verstecken? Er ist besessen. Eine eigene Behörde ist Feindesland. Man sagt, dass sie im Exil Probleme mit der dänischen Sittenpolizei hatten. Der Jude ist schwul. Sagen Sie es mir ehrlich, bin ich ein Feind unseres Landes? Geben Sie nicht auf, Fritz. Bitte. Wir müssen unser Land vor seinen Feinden schützen. Ja, das ist wohl richtig. Interessieren Sie sich für die Jagd? Ja, aber nicht auf Tiere. Erinnert ihr euch noch an die Zukunft? Am 21. Oktober 2015 ist es soweit. Sie baut eine Zeitmaschine aus einem DeLorean? Hey, McFly! Hallo! Und Gütiger! Marty McFly und Doc Brown sind endlich zurück. 1.21 Gigawatt! Auf der großen Leinwand. Wenn du es tust, hat das Konsequenzen auf zukünftige Ereignisse. Ist das nicht ein Traum, Junge? Du bist meine Mom. Oh. Wollen Sie mir jetzt etwa erklären, dass meine Mutter scharf auf mich ist? Ah. Zum ersten Mal in gestochen scharfer Digitalversion. Mein Name ist Darth Vader. Das ist der Hammer. Darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Es wird Zeit, zurückzukehren. Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft. Nur am 21. Oktober im Kino. Ich habe etwas herausgefunden. Niemand weiß es. Und wer es weiß, schweigt darüber. Aus Verlegersicht ist Kaminski ein ungehobener Schatz. Es gibt keine aktuelle Biografie. Are you Kaminski, the blind painter? Yes. Kaminski war gar nicht blind. Zumindest nicht damals, als er damit berühmt wurde. Alles Lüge. Diese Biografie wird ein Riesenerfolg. Da rollt ein Kaminski-Tsunami auf uns zu. Er muss natürlich noch sterben. Haben Sie denn Kaminskis Einverständnis? Kein Problem. Wie komme ich zu Kaminski? Ich bin kein Tourist. Ich bin sein Biograf. Sie sind mein Biograf? Vor allem werden Sie mit mir arbeiten. Mein Vater braucht Ruhe. Davon wird er ja wohl bald genug haben. Natürlich ist Ihr Vater die Quelle schlechthin. Ich bin die Quelle schlechthin. Ich bin die Quelle schlechthin. Wie kommen Sie voran? Großartig. Jeder sagt was anderes, alle widersprechen sich, nichts passt zusammen. Entschuldigung. Sebastian Zöllner, allein mit dem größten Maler der Welt. Einem der größten. Einem großen. Ich und Kaminski. Es ist seltsam, Sie in meinem Leben zu wissen. Seltsam und nicht angenehm. Wow. Die blinde Serie. Sie sind berühmt. Berühmt sein heißt, jemanden wie mich zu haben. Können wir über Therese Lessing sprechen? Sie lebt. Wir fahren hin. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Warum nicht?
Das ist Manuel Kaminski. Er lebt doch nicht mehr. Wenn ich mich nicht bald setzen kann, dann stimmt das. Salla! Ich habe das Gefühl, statt in meine Vergangenheit sind wir in ihre geraten. Du hast gesagt, dass ich noch eine Chance hätte. Wie meinst du das? Frag ihn. Er ist der erste Mensch, den ich kenne, der dich scheinbar mag. Mir ist alles egal. Ich will nur nicht, dass er stirbt. Was wollen Sie erreichen in Ihrem Leben? Ja, Kaminski. So müsste man malen können. Danke, von der habe ich geträumt. Das da bin ich. Serena und Guido, meine Eltern und mein Bruder Paolo. Die Geschichte meiner Familie im Sommer 74. Im Atelier meines Vaters passierten seltsame Dinge. Warum modellierst du nie meinen Körper? Ich mache das, wenn ich dich umarme. Du bist meine Liebe. Du bist nicht meine Arbeit. Er wollte um jeden Preis ein avantgardistischer Künstler sein. Aber warum ist ein Bild schön, das nur blau ist? Das kann ich auch. Das ist hässlich. Ja, jetzt kannst du es machen. Aber vorher hast du noch nicht mal dran gedacht, also konntest du es nicht machen. Sie liebte nicht besonders die Kunst, aber sie liebte sehr den Künstler. Siehst du, dass Liebe und Kunst ein und dasselbe sind? Ach, sei still. Dass Guido andere Frauen haben will. Punkt. Er wollte immer, dass ich ihm seine Freiheit lasse. Wenn einer die Erlaubnis zur Freiheit braucht, zeigt es, dass er innerlich nicht frei ist. Er hat dir zwei Kinder geschenkt. Du gewinnst doch immer gegen die anderen. Was heißt denn gewinnen, Mama? Das ist doch kein Wettrennen. Sie zum Beispiel, wissen Sie, was Sie wollen? Ich weiß es nicht. Verschwinden Sie für eine Weile. Dario, schau nach vorne, sonst fällst du noch hin. Wir sind lesbisch! Du sagst doch immer, wir müssen freier sein. Ich fange jetzt damit an. Es waren ohne Zweifel glückliche Jahre. Schade nur, dass es keiner von uns bemerkt hat. Jedes neue Leben verlangt nach einem verlorenen Leben. Das Gleichgewicht der Welt muss erhalten bleiben. Seid ihr bereit, dieses Risiko auf euch zu nehmen? Ich bin bereit zu sterben, wenn ich nur fühlen kann, wie Leben in mir wächst. Fangt ein Seeungeheuer, schneidet ihm das Herz heraus und ihr werdet gute Hoffnung sein. Der Gemahl einer Prinzessin kann nur durch ein Turnier erkoren werden. Was, wenn ich ihn nicht liebe? Du wirst ihn lieben. Wo hast du dich nur so lange verborgen? Wie alt bist du? Öffne mir die Tür, damit ich dich sehen kann. Zeige mir, was du versprochen hast. Du bist ein Prinz. Du kannst nicht mit dem Sohn einer Dienstmagd befreundet sein. Wenn ich dich noch einmal mit ihm sehe, werdet ihr es beide bereuen. Es muss unser Geheimnis bleiben. Ich darf mein Wort nicht brechen. Ich bedeute euch nichts. Keiner hat das Recht, meinen Willen anzuzweifeln. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Ich hatte eine neue Haut. Ich weiß nicht, wie. Du siehst so schön aus. Kommt her! Niemand wird dich je so lieben wie ich. Ich will wieder jung werden.
keine Ahnung, wie sehr ich dich wollte.